Willkommen zurück im Spatzegarten. Spatze, da steht Spatze oder Spacke. Spackegarten, im Spackegarten. Wir sind jetzt ordentlich am Abspacken im Spackegarten. Wuhu! Und gehen zu diesem wundervollen neuen Power-Up. Aber zunächst mal sammeln wir Münzen. Wow, ich liebe immer noch die Sprungfähigkeiten hier. Die Gravitation. Wuhu! Und ich wäre beinahe mit dem Hintern auf dem Schild gelandet, was wir sofort lesen werden. Hello, fellow astronaut. If you are stuck here, try out that rocket. Hold B to charge it. Hold the control stick back or forth to fill a flood of fucking fire. Fly higher, meine ich. Or lower. Was? Also, wir bekommen ein Power-Up erklärt. Das ist doch schon mal sehr löblich. Also, B, um es aufzuladen. Und den Control-Stick nach hinten oder nach vorne, um niedriger oder höher zu fliegen. Okay. Oh, cool. So, wenn ich jetzt einfach nur B drücke, glitsche ich mich durch den Baum durch. Das ist sehr schön. Gut. Und wenn ich jetzt ihn mal ganz nach hinten drücke, was passiert dann? Dann geht's geradeaus nach oben. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass das ein Gimmick ist, was mich mal wieder vollkommen überfordern wird? Kann ich das direkt mit einer Wirbelattacke? Wirbelattacke? Ja, Helikopterattacke, wenn man so will. Verbinden, das wäre ja ganz schön. Oh, hallo, hallo, oh. Ich dachte schon, ich fahre wieder runter. Also das war jetzt nicht gut, aber es hat zumindest gereicht. Die Frage ist nur, kann ich, wenn ich jetzt den Kontrollstick nur sanft nach hinten drücke, kann ich die Art und Weise, wie steil ich nach oben fliege, so kontrollieren? Vermutlich schon, aber dann wird das eine böse Geschichte. Mit sehr viel Feingefühl. Das wollte ich nicht. Na, er dreht sich dann immer. Das lenkt mich ab. Das... toll. Das muss ich doch laden. Er dreht sich schon wieder. Ich habe mich schon wieder nicht drauf eingestellt. Wieso dreht er sich denn vor dem Abheben? Ich will ja schon, dass du in die Richtung hier fliegst. Vielleicht, weil ich den Kontrollstick nach hinten tue. Ja, das wird sein. Wuhu! Boah, sensationell! Das hat Spaß gemacht. Das war meine Arschbombe. Aus luftigen Höhen. Das muss dem Goomba doch gefallen haben. Jetzt drehst du dich nicht mehr. Okay. Nee, beim Chargen dreht er sich schon. Das hat nichts mit dem nach hinten drücken zu tun, oder? Ich weiß nicht warum. Das ist auf jeden Fall so, wenn ich... Ja doch, es hat mit dem nach hinten drücken zu tun. Weil wenn ich nichts drücke, sondern erst charge und dann die Richtung drücke, dann macht er das nämlich nicht. Okay. Gut. Also ich kann mich nicht durch das Blatt glitschen. Durch den Baum schon, durch den dicken Baumstamm, aber durch das Blatt nicht. Oh. Boing, das hast du davon. Das hast du davon, Goomba. Das geschieht dir so recht. Ey, das geschieht dir so recht. Jetzt habe ich schon wieder... Ah! Erst chargen, dann drücken. So. Oh! Jetzt habe ich nicht... Was? Habe ich nicht weit genug nach hinten gedrückt? Ey, ich wusste es. Ich wusste es, dass es ein Power-Up ist, mit dem ich nicht zurechtkommen werde. Ich hab's genau gewusst. Zack. So, das hätten wir nochmal. Kann ich jetzt bitte darauf verzichten und einfach hier hochlaufen? Nee, natürlich nicht. Wuhu! Komm ich weit genug nach vorne? Ich sehe ja nichts. Ah, ein Pfeil. Ein Pfeil ist immer nett. Pfeile sind super. Ich mag Pfeile. Ganz offiziell. Ah, ich verstehe. Das muss ich mit Rakete machen. So, jetzt drücke ich mal nämlich nicht nach hinten. Jetzt drücke ich mal nach vorne. Oh. Oh, sieh mal einer an. Hier gibt es doch Münzen. Ah, sieh mal einer an. Ja, das ist jetzt die Sache. Ich kann den Stern da unten sammeln. Das wird nicht der Zielstern sein. Und dann komme ich ja bestimmt mit Hilfe des Power-Ups wieder zurück.
Oh, aber durch den Wind komme ich nicht wieder. Dahinter, oder? Ah, doch. Oh, shit. Das darf nicht wahr sein. Na gut, dann eben doch nochmal so. Warte mal, ganz sanft. Ah, nee. So funktioniert... Warum funktioniert das so? Ich muss weiter vorne an die Kante wahrscheinlich. Kante, 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 ich bekomme nach wie vor das Gefühl, dass das nicht so gedacht ist. Aber ja, egal, ich bin beim Stern. Wir haben den zweiten. Das ist nicht der Zielstern, insofern können wir weitermachen. Ich würde natürlich gerne an die Münzringe rankommen. Kant. Jetzt probieren wir es mal so. Oh, theoretisch würde ich das überleben und einfach nur wieder hier landen und müsste mich wieder mühsam hochkämpfen. Nö. Zu faul. Ah, soll ich das wirklich tun? Dann ist der Part rum. Auch wenn es doch nur immer so klappen würde. Okay, gut. Dann machen wir das halt nochmal. Was habe ich jetzt wenigstens mal im Münzring gekriegt? Wer weiß, wie wichtig das noch wird. Ich habe ja keine Ahnung, wie viel noch kommt. Ich will jetzt hier also möglichst wenig Münzen jetzt auslassen. Am Ende fehlen sie uns nämlich doch. Es war bisher bei Kasus Hex noch nie so. Selbst bei dem Sandvogel hast du am Ende ja noch so einen Münzschalter eingebaut, was ja wirklich sehr löblich, sehr nett, sehr feinfühlig war. Sehr Weehawklich. Oder sehr, sehr, sehr Weehawk-freundlich, nicht Weehawklich. Ah, das wird leider nichts. Schade. Und wuppdidu. Here we go. Schade, kein Münzring mehr gekriegt, aber jetzt probieren wir es einfach mal. Oh. Auch hier hatte ich jetzt das Gefühl, musste wahrscheinlich eigentlich mit der Rakete rüber, oder? Das, oder war das jetzt... Es klappt ja auch so. Okay. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du hier eigentlich mit Rakete arbeiten sollst. Optional, aber eben auch der Weitsprung reicht. Ja. Genau. Wenn man es denn richtig macht, zumindest. Komm her. Ich habe ihn mit Rakete besiegt. Cool. Auch nicht schlecht. Aber das ist jetzt bestimmt der Zielstern da hinten, oder? Obwohl, muss nicht sein. Muss nicht sein. Muss nicht sein. Das sieht eigentlich gar nicht nach Ziel aus. Oder? Oh, sieht das nach Ziel aus? Doch, es sieht eigentlich nach Ziel aus. Würde ich jetzt schon sagen, dass das nach Ziel aussieht. Seht ihr auch so, dass es das... Dass das nach Ziel aussieht, dann schreibt das jetzt in die Kommentare. Zack. So. Wenn das der Zielstern ist, dann habe ich 16 Münzen noch zu holen. Dafür reichen noch nicht mal die Münzringe, glaube ich. Weil die geben mir, glaube ich, nur 3. Jetzt würde es wahrscheinlich reichen. Es ist der Zielstern. Okay, das heißt, ich darf ihn nicht holen. Ich brauche noch 16 Münzen. Und das... So, 3, 6, 9, 12. Nee, komm, das kann nicht sein. Oh, ich bin doch jetzt nicht wirklich auf diese scheiß Münzringe angewiesen. Das würde mich so ankotzen. Vielleicht habe ich vorher schon so viel liegen lassen. Kann das eventuell sein? Weil die Münzringe da jetzt wären so schwer zu holen. Mann. Ich will die nicht holen. Ah, nee. Außerdem muss ich ja noch einen Stern übersehen haben. Also, zumindest mal einen noch. Ein Zielstern, ein 100 Münzenstern und dann fehlt ja noch einer. Boah, 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 boah.
Aber gut, es ist Level 8. Also, ab jetzt kommt kein Pillepalle mehr. Ab jetzt geht das natürlich schon ordentlich ab hier. Aber komm, mit 94 Sternen kann ich... 94 Sterne, ja, wäre schön. Mit 94 Münzen kann ich diese Mission jetzt nicht verlassen. So. Wuhu! Warum bin ich dahin? Ist das schön. Ja, hier habe ich die roten Münzen geholt. Hier fing alles an. Hier war alles noch gut. Oh, Monty Maulwurf. Komm her, du. Du gibst mir eh nichts. Ja, du hast kein Geld. Das ist auch okay. Muss ja nicht sein. Waren wir hier schon? Da waren wir nicht, oder? Da sind ja doch Gumbas. Aber das sind alles Sachen, um die ich mich später kümmern kann, oder? Der Fakt ist, auf jeden Fall habe ich eine Menge Münzen übersehen. Und bevor ich mich... Bevor ich mich jetzt mit den Münzringen abquäle. Ich bin relativ schnell wieder bei dem Baum und dem Power-Up und dem Gedöns und was weiß ich was. Gehen wir jetzt erstmal da hinten hin. Komm. Weil ich glaube, wenn ich mich wirklich mit den Münzringen abquäle, habe ich ein Problem. Dann kriege ich noch 50 Safe States wahrscheinlich hin. Falls ich die nicht schon längst habe. So, 99. Ist doch wunderbar. Oh, guck mal. Hier. Es kann doch so schön sein. Es kann doch alles so schön sein. Ach ja. Zweiter Stern für heute. Zack. Ach ja. Es ist aber eine schöne Welt. Jetzt hoffe ich noch so ein bisschen auf eine flotte Bienenkönigin. Keine Ahnung, warum mich das hier so sehr an einen Bienenstock erinnert. Vielleicht, ja. Irgendwie erinnert mich das total daran. So eine flotte Bienenkönigin wäre schön. Die dann so selbstgefällig sagt, wenn mal wieder was ist, kümmere dich darum, ja? Anstatt, jo, danke, dass du mir den Rücken gekrault hast. Gut, ach, die Honigbienengalaxie. Was haben wir hier? Noch mehr Münzen. Wer könnte sie mir vergünsten? Ja, ich könnte mir vorstellen, dass hier noch irgendwie der eine Stern ist, der wahrscheinlich sehr gut versteckt sein wird. Irgendwie, indem du einfach hier runterfällst und stirbst. Wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, Weehawk, spiel bitte gut, spiel bitte richtig und dann klappt das auch mit dem Stern. Bestimmt schon wieder tausendmal gesehen. Von irgendwelchen Zuschauern. Nur nicht von irgendwelchen Weehawks. Das ist halt ein bisschen schlecht, ne? Warum wollte ich das Ding jetzt stampfen? Das ist so eine schöne Architektur. Ach, Mann. Ah, sieh mal an, da geht's noch weiter runter. Wenn das kein Hinweis ist, da... Sind die Dinger jetzt einfach geplatzt? Die haben sich gedacht, bevor Mario jetzt auf mich drauf fällt mit seinem Gewicht, zerplatze ich lieber. Oh, das ist ja böse. Wie soll ich das schnell genug machen? Wie soll ich das schnell und precise genug machen? Und um die Ecke auch noch. Was? Wie ist das jetzt gedacht, da zurückzukommen? Oh. War das so gedacht? Wieso frage ich mich eigentlich, wie Sachen gedacht sind? Ist doch eh egal, wie es gedacht ist. Im Endeffekt muss ich halt rumexperimentieren. Eine andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Da mir der Super-Skill fehlt, muss ich halt experimentieren. Man sieht ja, dann klappt es auch irgendwann mal. Nach vielen, vielen Fehlversuchen, aber es klappt. Aber man muss halt experimentieren. So, jetzt habe ich aber leider die Schnauze voll, dass wir hier so lang brauchen. Und trotzdem fehlt uns noch ein Stern. Ist das bitter. Ja. Jetzt habe ich auch noch die Orientierung verloren. Wo muss ich denn jetzt am besten lang?
Ach, richtig, über diese Blätter hier war das, ne? Ah, shit. Hier, wir gehen schon wieder. Das ist doch unglaublich. Es misslingt ja echt jeder Sprung heute. Nein! Nicht chargen, du alter Sack. Du alter Sack. Warte mal. Nicht so. Aber kann ich mir das Leben vielleicht mit der Rakete doch ein bisschen einfacher machen jetzt? Das könnte hier vielleicht sogar funktionieren. Ja. Also, nicht von dieser Position, aber von dieser hier könnte es klappen. Das könnte klappen. Aus irgendeinem Grund klappt es nicht. Ach, so ein Rotz. Hups. Ich probiere es trotzdem. Ich gebe doch nicht auf. Oh, shit. So. Boah, geil. Also, das war mal experimentell. Wuhu. Island. König. Okay. So, da bin ich. Hier bin ich. Hier bin ich, hier bin ich. Wie geht es dir? Keine Sorge, ich fange jetzt nicht mit der Fingerfamilie an. Ich könnte aber Baby Shark singen oder so, wenn ihr wollt. Man hört es oft genug, wenn man Kinder hat. Oh Gott, nein. Ich habe doch voll nach hinten gedrückt gerade. Wieso bist du jetzt gerade ausgeflogen? Das ist nicht nett. Ganz und gar nicht nett. Kann ich jetzt einfach hier... Ich schieße mich jetzt darüber. Mir egal, was ihr sagt. Scheiße, Mann. Das dürfte der Safe State reichste Part von allen bisher gewesen sein, glaube ich. Also das ist ja Wahnsinn. Ich krieg ja hier wirklich, also hier kriege ich ja wirklich überhaupt gar nichts hin heute. Das tut mir auch leid. Jetzt habe ich es schon wieder verrafft und ich kann ich es abbrechen? Ich kann es nicht abbrechen. Das ist auch nicht so schön. Mit Chuck Yeet konnte ich wenigstens abbrechen. Mit Chuck Yeet, bevor mir auf den Sack geht. Auch wenn ich das auch viel zu spät rausgefunden habe, dass ich das kann. Obwohl es sogar erklärt worden ist. Ah, gut. Vielleicht ist es hier auch erklärt worden. Ich habe schon wieder vergessen. Oh, oh ja. Oh. Wie bin ich in den Rotor gekommen hier? So, sammeln wir den Zielstern und raus hier. Und dann muss ich halt beim nächsten Mal gucken, wo hier der geheime Stern ist. Hier! Muss auch nochmal gucken. Ich habe es jetzt leider vergessen. Welche Nummer das ist. Ist das jetzt vielleicht der letzte? Oder ist da, kommt da vorne dran der geheime gesuchte Stern? Oder kommt da hinten dran? Das ist jetzt die einzige Frage. Er kommt vorne dran. Okay. Alrighty. Wirklich, das ist ein Alrighty. Ja, den werden wir halt beim nächsten Mal suchen müssen. Also wir sind tatsächlich mit der ersten Welt immer noch nicht durch. Also das Projekt wird noch ein bisschen dauern. Aber wisst ihr, was ein Vorteil ist? Wenn man den Part, den letzten, den man aufgenommen hat, direkt rendert, direkt bearbeitet, manchmal fallen einem Dinge auf, die man im richtigen Let's Play nicht gesehen hat. So zum Beispiel die Location von dem Stern, den wir suchen. Und zwar hier. Das habe ich in der Nachbearbeitung habe ich es gesehen. Und zwar sofort. Und im Let's Play selber fällt es mir nicht auf. Wie ich allerdings rankomme, weiß ich noch nicht. Das wird interessant.
Aber er ist hier und er ist doch gar nicht so unauffällig gewesen, also... Ah, sieh mal deine an. So, kommt mal ran. Das hätte ich sehen können. Ich werde dementsprechend... Oder ich hab den Part ja schon bearbeitet. Ich habe dementsprechend auch sehr nah rangezoomt für einige Sekunden. Man soll mir ja nicht vorwerfen, dass ich nicht selbstironisch bin. Ja, was machen wir? Ich glaube, wir machen erstmal eine Runde. Also jetzt in diesem Part nicht mehr. Wir gehen nochmal eine Runde hier rein auf jeden Fall. Und suchen nach dem letzten Stern. Vorher möchte ich eigentlich jetzt nicht hier weitermachen. Als nächstes geht's hier rein. Das sieht nach Casino-Galaxie aus, weil ich sehe hier Spielkarten. Könnten Spielkarten sein zumindest. Rumgedrehte. Ja, nee, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Und dann gucken wir mal, wo der letzte Stern ist. Bis dann, euer Weehawk.